Nichtsdestotrotz, es geht immer noch voran. Wir haben immer noch unglaublich viel Spaß und mit Dead Island und viel Lust auf Dead Island. Und nehmen noch mehr Alkohol mit. Das war jetzt gar nicht geplant so ungefähr, aber gut. Ganz viel Alkohol nur für mich. Tö, tö, tö. Nektar des Lebens. Ach so, nee, Moment. Tot in Glas. War der nicht hier noch? Ist Woska. Ja, ja. Moment. Erstmal einen good. Gedanken zu Ende bringen und dann. Okay. So, jetzt haben wir 3 Molotow-Cocktails bekommen. Super. Jetzt nur kurze Rückfrage. Mir wurde gesagt, dass ich doch eigentlich irgendwo was. Besorge eine Flasche Champagner für Svetlana. Ich sollte ihr doch Markenchampagner bringen. Ach nee, Moment. Champagner oder Markenchampagner? Gibt's da einen Unterschied oder ist das dasselbe? Weil dann würde ich doch noch mehr Diamanten bekommen, die ich dann eventuell in etwas gänzlich anderes dann umwandeln könnte. Ganz eventuell. Ich habe 11-mal Markenchampagner. Aber um da jetzt hinzugehen, besorge eine Flasche Champagner für Svetlana. Wo ist denn? Wo war denn? Das war doch dort oben oder so, oder? Die hatte, glaube ich. Und die nächste Schnellreisemap ist halt dort. Machen wir das jetzt? So in etwa hatte mich, glaube ich. Also der YouTube-User so in etwa hatte mich, glaube ich, darauf hingewiesen, dass ich mal das mit dem Champagner noch machen soll. Mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Okay. Also es ist, wenn ich da jetzt umsonst hinlaufe oder so, dann gebt bitte alle so in etwa die Schuld. Reparieren, upgraden. Mache ich das jetzt noch? Weil das wäre doch eigentlich dieser Bauplan für Developers Number One Craft. Darum geht's doch. Ich brauche 5 Diamanten, also noch 2 Stück. Für den Electro Body. Oh yeah, das wollen wir eigentlich haben. Eigentlich wollen wir das haben. Ja, wir wollen's. Dafür muss ich nur. Ja, gut. Ne, da müssen wir wieder hoch und die Schnellreisemap benutzen und dann können wir zumindest zu dem Russenversteck dann nochmal hingehen. Also zu dem einen Versteck, wo der ein Russe eben auf uns wartet, theoretisch. Sofern er noch da ist oder so. Wir hätten ihm mal Bescheid sagen können, dass wir das Versteck von seinem Kollegen gefunden haben, aber egal. War das jetzt Bunker Nummer 1 oder Bunker Nummer 2? Ich hab keine Ahnung. Ist das der richtige Bunker? Wo bin ich denn hier? Hier bin ich richtig. Okay, alles klar. Dup, 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 dup. Wir gehen dann jetzt also hin und liefern ein bisschen Champagner ab. Ich könnte es schneiden. Ich könnte es rausschneiden, ja. Ich könnte es hemmungslos. Es wäre im Endeffekt sogar zielführend, ja. Andererseits, das Let's Play dauert hier schon so lange, kommt es auf den einen missratenen Part mehr oder weniger auch nicht an. Also von daher, dup, 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 dup. Wie weit meine Ansprüche runtergegangen sind, das ist der Wahnsinn. So, oh, hier liegt noch mehr. Achso, natürlich, hier liegt jetzt überall wieder Alkohol rum. Den ich dann wieder Mike mitbringen könnte, theoretisch, aber ich glaube, ja, jetzt habe ich wieder auch wieder genug Alkoholflaschen für, aber naja, egal. Du, wir joggen hier so lang, tralalalalalala und irgendwelche, aber ich will jetzt nicht unbedingt gegen, ich wollte nicht unbedingt gegen Zombies kämpfen, nee, das müssen wir, das muss nicht sein. Oh, das müssen wir nicht haben, so, jetzt muss ich mal ein bisschen normal wieder laufen, laufen, ja, ja, zack. So, ihr habt ganz viel Bock auf mich und so. Ich habe nicht auf euch. Warum haben die ihr verdammtes Lager aber auch am Arsch der Welt? Und warum muss man extra dort hinten hingehen? Oh, jetzt sind auch hier Selbstmörder. Das ist ja interessant. Früher waren hier eindeutig keine Selbstmörder. Das Spiel ist gewissermaßen in sich selbst variabel. Das ist der Wahnsinn. Also, mit was für... mit was für Überraschungen es so im Nachhinein aufwartet. Wie sich die Gegend verändern kann und wie die hier immer noch überleben. Das ist toll. So, hier. Champagne. Ja, Champagne, Champagne. Ja, Diamanten genommen. Champagne. Oh, ich bekomme ja auch ganz viele Erfahrungspunkte dafür, merke ich gerade. Na, zumindest 1000 Erfahrungspunkte. Und ich bekomme ganz viele Diamanten dafür. Oh, es ist... Zum Glück habe ich immer die Kühlschränke leergeräumt, ganz ehrlich. Um dann den ganzen Markenchampagner immer mitzunehmen. Den Markenchampagner für 3 Dollar. Selbst der normale Alkohol ist mehr wert, oder? Ich glaube. Wenn ich mich recht entsinne, dann war das so. Bring mir Champagner. Ach so. Bring mir Champagner und irgendwas. Drogen nehmen wir an der Stelle auch mal mit, weil wir Spaß dran haben. So, lebt der Typ hier hinten immer noch? Der seiner Frau gesagt hat, also ich sollte seiner Frau sagen, dass er nicht mehr lebt und so weiter. Er macht sich hier ein glückliches Leben. Dup, dup. Ja, glückliches, ein glückliches, sorgenfreies Leben. Ist cool, ja.
Haut rein, Leute. Euch geht's bestimmt auch in 2 Wochen noch total dufte und so, ja. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Na, 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 ist an der Stelle auch egal. Vor allem mir kann's egal sein. Boing! Ich wollte dich eigentlich runterschubsen. Na gut, dann halt nicht. Und dann laufen wir jetzt wieder zurück. Gehen nochmal zum Rettungsschwimmerturm. Machen da. Wow, den habe ich jetzt für den ersten Moment wie für einen normalen NPC gehalten. Er sah zuerst so aus. Okay, da war ein Schläger. Dich mag ich nicht. Nochmal zum Rettungsschwimmerturm zurück und nochmal Molotow-Cocktails machen? Ich meine, ja, warum auch nicht? Und dann an der nächsten Werkbank? Ui, ich weiß ja nicht. Oh, Electrobuddy. Ob das. Ja gut, aber wir werden es nicht sehen können, weil es gibt ja nur die Ego-Perspektive leider in diesem Spiel. Also von daher, ja, wird dann halt mehr oder weniger toll werden, keine Ahnung. Aber ich hoffe mal, dass es irgendwas total Special-mäßiges, super Tolles ist, was mir auch total weiterhelfen wird. Wenn alle Gegner, die mich berühren, dann auf einmal elektrifiziert werden oder irgendwas in der Art. Boah, das wäre ja. Das wäre mördergenial. Wir werden es sehen. Wir werden es vorzugsweise gleich sehen. Aber erstmal noch. Warte, Moment. Ist hier irgendwas Let's noch hope drin? there's something Ein useful. Spaltaxt. Bin ich die Stufe 33. Aha. Erfolgsfortschritt. Eine außergewöhnliche Sammlung. Eine Spezialwaffe oder so? Okay. Spaltaxt. Ja. Gut. Habe ich halt eine Spaltaxt. Werde ich vermutlich nie mit kämpfen wollen, aber. Habe ich halt eine Spaltaxt. Wo habe ich eine Spaltaxt? Hier habe ich eine Spaltaxt. Zack, zack. Ist so ein. Naja, also keine richtige Axt. Eigentlich ist es mehr so ein Hackebeil. Also ist mehr so. Auch eine Einhandwaffe? Weiß ja nicht. Kann man damit vielleicht auch noch irgendwas dann gleich machen? Ist egal. Ne, komm, dann modifizieren wir den ganzen Kram jetzt erstmal gleich. Developers Number One Craft. Also Bauplan Nummer 1 der Entwickler. Electrobody. Okay. Waffe zur Modifizierung auswählen. Militärmesser Elektro? Hä? Wie? Waffe zur Modifizierung? Was für ein Militärmesser? Habt ihr kein Militärmesser? Oder ist das. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, ja, machen wir einfach mal, auch wenn die Werte jetzt eher Banane sind. Möchtest du wirklich. Militärmesser, ja. Ja. Das hat er sich aus was zusammengebastelt? Er hat es jetzt einfach. Zack, zack, zack. Oh. Sieht ja lustig aus, wie er damit zusticht. Aha. Aber das ist jetzt auch einfach nur eine Waffe. Militärmesser Elektro? Bin ich die Stufe 24? Warum ist denn das so schwach? Und wo hatte ich das Messer her? Was hat er denn. Verstehe ich nicht. Ich dachte, ich würde irgendwie tatsächlich irgendwas Rüstungsmäßiges oder so bekommen. Wurde nicht sowas in der Art mir gesagt? Also, gut, dann. Jetzt bin ich. Ich bin enttäuscht. Okay, dann. Dann nehmen wir das jetzt mal so zur Kenntnis. Und. Ja, die Werte von dem Ding sind echt schwach. Also, brauche ich eigentlich nicht mit mir im Inventar rumschleppen. Egal. Wir wollen jetzt als nächstes zum Stadtplatz. Zu Nick. Wegen der. Oder was, Karte? Wegen der komischen Übertragung. Ist egal. Gut. Und wenn wir das gemacht haben, dann räumen wir nur mal kurz unser Inventar auf, gucken nochmal, was wir vielleicht verbessern wollen und was nicht. Und dann können wir direkt mit der Hauptquest weitermachen. Oder ich höre direkt auf. Ich habe jetzt eine Stunde gespielt, das werden wieder 4 Dead Island-Videos. Aber irgendwie, wir wollen wenigstens nochmal kurz mit dem Boot dann nacherfahren. They quarantined the island. Looks like the army's not coming to the rescue then. I guess they wrote us off. Whatever they're doing, they clearly don't give a rat's ass about us. I need to put some thought into this. Ja, denk darüber mal nach. Dö, Bauplan. Old Smoky. Dö. Ja, nee, ist klar. So, Bauplan. Bauplan Old Smoky. Wofür ist das? Kann ich zumindest jetzt momentan nicht machen. Bauplan High hat man auch noch nicht. Das Ding, was ich zusammenschustern konnte, ist ein Traum für jeden Designer mit ausgereiften Killerinstinkten. Oder für jeden Mörder mit einem Hang zum Heimwerkern. Gott sei mein Zeuge, ich würde es vorziehen, wenn du das Ding nicht einsetzen müsstest, aber es liegt nicht in meinen Händen. Mit diesem Ding verwandelst du diese Bastarde in blutige Fetzen.
Teil Schrott und Klingen. Am Brechen wie ein Vorschlaghammer oder sowas. Bauplan Old Smokey. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, diesen verrottenden Verrückten einen solchen Stromschlag zu verpassen, dass sie es nicht so schnell vergessen werden. Wieder irgendwas mit Stromschlag. Naja, wenn sie sich überhaupt an etwas erinnern können. Ich habe eine Liste der benötigten Materialien zusammengestellt. Du musst sie nur noch mit einer soliden Machete zusammenbringen und du hast eine echt fantastische, funkensprühende Klinge. Ja, und sammeln wir mal Draht und Klingen und dann machen wir als nächstes einen Bauplan Old Smokey. Reparieren. Was reparieren wir denn jetzt alles? Wir reparieren mal die Spaltaxt, den Baseballschläger, die Militärmachete, die Keule und. Das Elektromesser lohnt wie gesagt nicht. Aber es ist verdammt viel wert. Wo ist jetzt der Witz bei diesem Militärmesser? Verstehe ich nicht. Ich behalte es mal im Inventar und Campus Desk kann mir sicherlich an der Stelle sagen, wofür das Ding wirklich gut ist und warum es so ein niedriges Level hat, weil ich verstehe es nicht wirklich. Upgraden können wir es auch nicht? Oder? Nö, man kann es doch gar nicht upgraden. Es bleibt einfach so. Na gut. Ja, dann ist es halt so. Was? Aber die Spaltaxt, die ist verdammt mächtig. Upgrade kosten. Aber ich habe nicht mehr so viel Geld. Warum habe ich nicht mehr so viel Geld? Was habe ich denn jetzt alles gekauft? Weil ich alles repariert habe jetzt. Verdammt scheiße. Ach, ich bin zu doof. Will ich aber dann trotzdem dann die Spaltaxt wenigstens auf die nächste Stufe schon mal bringen. Und vielleicht, na, die Stufe gönne ich mir auch noch. Ja, ist okay. So, aber dann muss das jetzt für den Moment auch genügen. Dann gucken wir uns nur kurz an, wie wir unser Inventar jetzt anordnen. Und zwar machen wir doch das jetzt einfach mal so. Zunächst einmal machen wir unsere Pistole dort unten hin. Dann die Spaltaxt machen wir mal hier nach oben. Und meine Bolo-Machete Kurzschluss packen wir hier oben rechts hin. Und dann habe ich hier überall wunderbare Schlagwaffen. Die tödliche Militärmachete spare ich mir jetzt an der Stelle einfach nochmal auf für den Old Smokey. Und jo, das war's dann. Bin zufrieden mit mir und mit der Welt. Und wenn ihr auch einigermaßen zufrieden seid, dann bin ich das auch so. Als nächstes, ja, rennen wir einfach auch mal mit der Spaltaxt herum. Schnellreise. Und zwar zum Dorf am Fluss. Ta-ta-ta-ta. Es geht wieder voran. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie das so storymäßig vorangegangen ist, nachdem wir Efren ausgeschaltet haben. Sind ja jetzt 2% dazugekommen? Oder 5%? Oder 10%? Hoho. Naja, wir werden sehen. Zum Beispiel jetzt. Nein, 1%. Na, klasse. Ja, leck mich doch. Das hätte ja sein können. Na gut. Da-da-da. Sambi, du kannst leider nicht so, wie ich möchte. Das ist schlecht. Du, dann gehen wir jetzt eben einfach mal so. Bringt mich das Ganze jetzt aber in ein gänzlich anderes Gebiet oder... Ja, der Sumpf. Viel Spaß, er ist noch größer als der Dschungel. Und du bekommst nochmal 10.000 Nebenaufgaben plötzlich dazu, weil sich natürlich im Dschungel, im Sumpf, irgendein dämliches Dorf gehalten hat oder so, wo ganz viele Leute herumstehen und hallo Jin, hallo, guck mal, Jin, ich geb dir mal das Militärmesser. Elektro. Mach damit bitte keine Dummheiten, wär mir lieb. Well then, ready for a meeting with Moen? Yo, lass mal zu Moen gehen und voll krass abhängen und so. Yeah. Okay, let's go. Yo, let's go. Dab, 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 dab. Schwarzer Bildschirm. Erfolgsfortschritt, einmal bei Moen zurück. Wir sind da. Moen ist in der Hütte auf der anderen Seite der Bucht. Ich werde hier auf dich warten. Also mach mal alleine und so. Suche Moen in den Sümpfen. Wo bin ich jetzt hier? Achso, jetzt bin ich hier unten. Das heißt, hier unten hätte ich gar nicht... Achso, hier ist eine natürliche Barriere gewissermaßen. Das heißt, man hätte hier nicht durchkommen können. Das ist ja toll. Bringe Lauren 5 Heilkräuter, haben wir keinen Bock drauf. Stattdessen suchen wir Moen in den Sümpfen. Wir suchen Moen in den Sümpfen. Suchen Moen in den Sümpfen. Hallo Moen. Ob hier irgendwo Zombies sind? Man weiß ja nicht. Kann ja auch sein, dass Moen sich genau hierhin zurückgezogen hat, gerade weil es hier keine Zombies gibt. Stattdessen gibt es hier nur Gattucola. Gattucola lala. Dab dab da. Coca-Cola hatte doch mal so einen dämlichen Jingle. Ich kriege ihn auch nicht mehr. Das ist so mit Kindheitserinnerungen alles vermischt. Das ist sowieso total schlimm. Dann hört sich alles gänzlich falsch an. Aber ist egal. Gattucola, jede Menge Gattucola. Wenn es hier in der Gegend herumwächst, dann nehme ich es mir einfach mal. So, Gattucola, dab dab da. Und wir machen die Hütte auf und alles ist tot. Lass mich raten. Nein? Oh, hi. Oh,
Brothers, I've been waiting for you. Voice from the radio said you'd come. Hey, yo, du siehst mal total cool aus und so. Deine Haare möchte ich haben, aber... gibt's hier noch irgendwas Spannendes in deiner Hütte? Wahrscheinlich nicht. Ein Dietrich Stufe 2. Ein Ausweis. Und ja, jetzt lass mal reden. Nowadays, you can't trust nobody. But Matutero says you're okay. And that's one brother I trust. Your bra from the radio has it wrong, okay. I don't know no way to any prison. Can't help you with that. But I do know where the walking dead come from. And if you want, I can take you there. Deep in a jungle. A place where they do ugly experiments with God's creatures. This is where the corpses come from. This I know. You wanna go? Nein, eigentlich will ich immer noch ins Gefängnis und dann einfach mit irgendeinem Hubschrauber oder so abhauen, aber okay. Überprüfe die Situation im Labor. Schwierigkeitsgrad Mittel. Aha. Okay, then. Let's go. Klingt ja vielversprechend. Begib dich aufs Boot und segle zum Labor. Okay. Ja, gut. Also, doch irgendwelche Experimente oder irgendwas in der Art. Ja, ja, das ist... das Militär hatte hier auf Papua-Neuguinea eine Basis und hat mit Menschen Experimente durchgeführt. Warum eigentlich? Ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß, unsere Welt ist absolut total krank und so. Aber ich kann mir keinen Wissenschaftler auf der Welt tatsächlich vorstellen, der an Menschen Experimente durchführt, um aus Menschen selber Biowaffen zu machen. Es ergibt keinen Sinn. Und vor allem, um aus Menschen Zombies zu machen oder so. So, did you take care of your business? Ja, nee. Ich dachte, jetzt passiert irgendwas. Untersuche das Labor. Ja, wo ist denn das Labor? Achso, Moment. Wir können die Werkbank benutzen oder wir können einfach zum Labor setzen. Warum? Der ist doch jetzt noch nicht mal auf das Boot mit draufgekommen. Warum muss ich jetzt selber mit dem Boot fahren? Egal. Kapitel 12. Die wissenschaftliche Methode.